Hallo, hier ist die Hedi von der Kindersportschule vom MTV München und ich studiere heute eine kleine Tanzchoreografie mit euch ein. Das heißt, wir brauchen heute überhaupt keine Materialien und wir können direkt mit dem Aufwärmen anfangen. Ich mache die Übungen immer vor und ihr könnt einfach direkt mitmachen. Wir starten, indem wir unsere Hände an die Seite nehmen. Wir machen mit den Händen so Fäuste und tun so, als ob wir ein Seil in der Hand halten. Und jetzt springen wir auf der Stelle mit geschlossenen Beinen. Ganz genau so, wie wenn wir Seil springen würden. Sehr gut, dann machen wir noch ein paar Hampelmänner. Sehr gut. Als nächstes kreisen wir einmal unsere Arme nach vorne. Und dann kreisen wir sie noch nach hinten. Sehr gut. Für die nächste Übung sucht ihr euch irgendwas, wo ihr euch festhalten könnt. Am besten einen Tisch oder einen Stuhl oder, so wie ich, einfach die Wand. Und dann stützt ihr euch mit einer Hand ab. Wir stellen uns auf ein Bein und dann schwingen wir mit dem anderen Bein vor und zurück. Ganz vorsichtig, dass wir nicht umfallen. Und dann wechseln wir einmal Seite, stützen uns mit der anderen Hand ab. Und schwingen das Bein vor und zurück. Sehr gut. Als nächstes stellen wir unsere Beine auseinander. Und jetzt knicken wir unsere Knie. Gehen immer abwechselnd tief und wieder hoch. Dabei aufpassen, dass die Knie immer nach außen zeigen. Sehr gut, wenn ihr das jetzt ein paar Mal gemacht habt, dann nehmen wir noch unsere Arme dazu. Und zwar machen wir immer einen großen Armkreis. Starten immer unten und nehmen dann die Arme über außen nach oben. Das machen wir jetzt zusammen mit den Beinen. Gehen tief, Arme über die Seite nach oben, wieder runter und wieder tief. Und immer gleichzeitig dann einen Armkreis nach oben machen. Sehr gut. Und dann als letzte Übung kreisen wir noch einmal unsere Schultern. Erst nach hinten. Und dann wechseln wir einmal die Richtung. Sehr gut. Ich hoffe, ihr seid jetzt alle warm. Dann können wir auch schon mit der Choreografie starten. Und zwar beginnt sie mit dem Schritt, dass wir immer von rechts nach links hin und her Schritte machen. Und zwar fangen wir bei links an, machen einen Schritt und dann stellen wir das andere Bein dran. Dann wechselt die Richtung, machen wieder die Beine auf und wieder zu. Immer abwechselnd auf und wieder zu machen. Von einer Seite zur anderen. Macht einfach mal die Übung mit und übt es ein bisschen. Wenn es schon gut klappt, dann machen wir das ein bisschen schneller. Auf, zu, auf, zu, auf, zu, auf, zu. Übt es einfach so lange, bis ihr das gut hinbekommt. Und wenn das gut klappt, dann könnt ihr, wenn ihr wollt, noch die Hände mit dazu nehmen. Ihr müsst aber auch nicht. Ihr könnt auch, wenn es zu schwierig ist, einfach nur die Beine machen. Aber für die, die wollen, nehmen wir noch die Hände dazu. Und zwar immer, wenn unsere Beine geschlossen sind, klatschen wir gleichzeitig. Also wir machen die Beine auf und dann klatschen wir. Auf, klatschen, auf, klatschen, auf, klatschen. Probiert mal aus, ob ihr das hinbekommt. Wenn nicht, dann ist es auch kein Problem. Dann
Konzentriert euch einfach nur auf die Beine und lasst die Hände weg. Sehr gut. Noch ein bisschen schneller. Auf, zu, auf, zu, auf, zu. Sehr gut. Das ist schon unser erster Schritt. Dann kommen wir zum nächsten. Und zwar stellen wir uns jetzt vor, dass hier in der Luft ein großer Ast ist. Da müssen wir uns drunter durchducken. Und zwar die Beine auseinander. Jetzt gehen wir in die Knie und ducken uns von der einen Seite zur anderen Seite unter dem Ast durch. Nochmal tief in die Knie gehen, damit ihr euch den Kopf nicht stoßt. Nochmal. Macht einfach die Bewegung ein paar Mal, damit ihr die dann gut könnt. Sehr gut. Brauchen wir nur einmal im Tanz. Dann kommt auch schon der nächste Schritt, und zwar sind es Drehungen. Wir drehen uns von einer Seite zur anderen. Das sieht dann so aus, ihr dreht euch einmal nach links, bis ihr wieder mit dem Kopf nach vorne schaut. Dann in die andere Richtung, bis ihr mit dem Kopf nach vorne schaut. Eine Drehung. Die Schritte sind eigentlich egal, solange ihr danach wieder nach vorne schaut. Und das macht ihr immer hin und her. Sehr gut. Wenn das jetzt klappt, dann würde ich sagen, machen wir mal die drei Schritte, die wir bis jetzt schon hatten, von vorne zusammen. Wir starten mit den Schritten und dem Klatschen. Einfach mitmachen. Vorsicht, jetzt kommt gleich der Ast, unter dem wir uns durchducken. Einmal ducken. Und dann kommen jetzt vier Drehungen. Wir starten in die Richtung. Erste Drehung. Zweite Drehung, dritte Drehung und vierte Drehung. Sehr gut, dann habt ihr jetzt auch schon den ersten Teil geschafft. Ich würde sagen, wir machen das Ganze jetzt einmal auf Musik. Falls irgendwas bei euch noch nicht so gut geklappt hat oder es zu schwierig war, dann könnt ihr einfach das Video nochmal ein bisschen zurückspulen und euch die Schritte nochmal anschauen oder die Schritte üben, bis ihr glaubt, dass ihr das jetzt gut könnt. Und ansonsten machen wir das jetzt einmal auf Musik. Bis dahin. Los geht's. Achtung, Ast, ducken und Drehungen. Los geht's. Erste Drehung, zweite Drehung, dritte Drehung und vierte Drehung. Sehr gut gemacht. Es ist mit der Musik immer ein bisschen schneller, also kein Problem, wenn das vielleicht jetzt noch nicht alles gut geklappt hat. Wir machen das gleich noch einmal, dass ihr das gut üben könnt. Ansonsten könnt ihr es auch gerne nochmal ohne Musik für euch selber üben und dann nochmal mit mir zusammen mit Musik. Los geht's, nochmal von vorne. Das fängt an mit dem Klatschen. Gleich ducken wir uns. Ducken und Drehungen. Nach rechts, nach links. Und wieder nach rechts. Sehr gut gemacht. So, das war schon der erste Teil. Ihr könnt gerne nochmal zurückspulen und das noch öfters mit Musik machen, bis ihr das dann gut hinbekommt. Ansonsten, wenn es bis hierhin schon einigermaßen gut geklappt hat, dann machen wir einfach weiter mit dem nächsten Schritt. Und zwar stellen wir unsere Beine wieder auseinander und jetzt schwingen wir mit beiden Armen von einer Seite zur anderen Seite. Also wir schwingen so die Arme hin und her. Dabei gehen wir immer tief, also wir knicken unsere Knie. Wir starten mit unseren Armen hier, schwingen einmal nach links und schwingen einmal nach rechts. Probiert es einfach ein paar Mal mit dem Hin- und Her-Schwingen. Immer schön tief in die Knie gehen. Sehr gut. Das machen wir zweimal, also wir machen eins, zwei, dann bleiben wir stehen. Jetzt nehmen wir den linken Arm hoch. Am besten macht ihr eine Faust, streckt ihn einfach nach oben und dann den rechten Arm. Also zweimal schwingen. Eins, zwei, linker Arm hoch, rechter Arm hoch. Nochmal. Eins, zwei, linker Arm hoch, rechter Arm hoch. Sehr gut. Das war jetzt schon unser erster Schritt und dann kommt als nächstes, kommen Schritte nach vorne. Heißt, ihr müsst schauen, dass ihr genügend Platz habt vorne. Wir machen jetzt vier Schritte.
starten mit dem linken Bein. 1, 2, 3, 4. Einfach nur 4 normale Schritte nach vorne. Und jetzt hüpfen wir nach hinten. Hüpf, 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 hüpf mit geschlossenen Beinen. Und jetzt gehen wir wieder nach vorne. Wieder mit dem gleichen Bein starten. Links, rechts, links, rechts. Und wieder viermal hüpfen. Beim Hüpfen schauen wir jetzt, dass wir unsere Hände dazu nehmen. Wir drücken mit den Händen immer so nach vorne, so als ob wir uns von wo wegdrücken oder Stopp sagen. Beim Hüpfen, das sieht dann so aus. Hüpfen, 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 hüpfen. Wir machen es noch ein paar Mal. 4 Schritte. Und hüpfen, 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 hüpfen. Nochmal. Links, rechts, links, rechts. Hüpfen, 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 hüpfen. Links, rechts, links, rechts. Hüpfen, 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 hüpfen. Sehr gut. Das machen wir gleich mal zusammen mit dem Schwingen von davor. Also wir schwingen unsere Arme. Schwingen, schwingen. Arme nach oben. Nochmal. Schwingen, schwingen. Arme nach oben. Jetzt kommen die Schritte. 1, 2, 3, 4. Hüpfen, 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 hüpfen. Nochmal. 1, 2, 3, 4. Hüpfen, 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 hüpfen. Noch ein letztes Mal, dann machen wir den Teil auch auf Musik und dann seid ihr auch schon fertig mit der Choreografie. Also wir schwingen nochmal. 1, 2, Arme nach oben. 1, 2, Arme nach oben. Schritte. 1, 2, 3, 4. Hüpfen, 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 hüpfen. 1, 2, 3, 4. Hüpfen, 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 hüpfen. Sehr gut. Das gleiche wie schon beim ersten Teil, falls irgendwas noch nicht so gut geklappt hat oder es zu schnell ging, spult einfach nochmal ein bisschen zurück und übt es nochmal. Ansonsten machen wir es jetzt auf Musik. Nur den zweiten Teil. Okay, los geht's. Schwingen. Arme nach oben. Nochmal. Schwingen. Und Arme nach oben. Schritte. 1, 2, 3, 4. Hopsen. 1, 2, 3, 4 und hüpfen. Sehr gut gemacht. Genauso wie vorher, wieder ein bisschen schneller mit Musik. Deswegen machen wir das gleich nochmal, damit ihr das besser üben könnt. Okay, los geht's. Macht euch bereit. Los geht's. Schwingen. 1, 2, linker Arm, rechter Arm. Schwingen und Arme nach oben. Schritte nach vorne. 1, 2, 3, 4. Hüpfen, 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 hüpfen. 1, 3, 4. Hüpfen, 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 hüpfen. Sehr gut gemacht. Wir sind auch schon am Ende unserer Choreografie. Ihr könnt die einzelnen Teile gerne nochmal für euch üben. Ansonsten machen wir jetzt die ganze Choreo zusammen nochmal durch. Erstmal ohne Musik und dann nochmal mit Musik. Also die Choreo fängt an. Erinnert euch nochmal an den Anfang. Die Schritte mit dem Klatschen. So lange, bis ihr in der Musik was hört, dass sie sich ändert. Da hört ihr so ein Geräusch, das hört sich an wie so Wind, so. Und wenn das kommt, dann müssen wir uns ducken. Also wir machen so lange, bis das Geräusch kommt, unsere Schritte. Dann kommt das Geräusch und wir ducken uns unter dem Ast durch. Dann kommen unsere 4 Drehungen. Starten die Richtung. Erste Drehung, zweite Drehung, dritte Drehung und vierte Drehung. Dann kommt jetzt das Schwingen. Arme schwingen, Arme nach oben, noch ein zweites Mal, Arme nach oben und der letzte Schritt, die Schritte nach vorne. Und hüpfen, 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 1, 2, 3, 4, hüpfen, 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 hüpfen. Sehr gut gemacht, dann machen wir das jetzt einmal von vorne, alles auf Musik und schauen, wie das klappt. Los geht's. Ducken und drehen. Und jetzt kommt Schwingen. Schwingen, schwingen, Arme nach oben. Schwingen, schwingen, Arme nach oben. Und Schritte nach vorne. 1, 2, 3, 4, hüpfen. Und 1, 2, 3, 4, hüpfen, 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 hüpfen. Sehr gut gemacht. Noch ein letztes Mal auf Musik und dann sind wir auch schon fertig.
schwingen, Arme schwingen, Arme nach oben und Arme nach oben. Schritte nach vorne. Hüpfen. Links, rechts, links, rechts. Sehr gut. Das war's. Das war das Ende. Wir sind fertig. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Macht euch nicht so viel Sorgen, falls die Choreografie vielleicht noch nicht ganz funktioniert hat. Ihr könnt sie jetzt nochmal üben. Ihr könnt immer wieder zurückspulen auf die Stellen, die vielleicht noch nicht so gut geklappt haben. Und dann könnt ihr das üben, bis ihr die Choreo dann komplett könnt. Ja. Und ich hoffe, dann sehen wir uns beim nächsten Mal, wenn ihr wieder einschaltet.